When are you leaving? Tomorrow. Mikrostern. The Mechanical Bird. Stefan Streck von ums Eck, vielen bekannt auch als Sterngucker oder Mikronaut, hat eine Platte gemacht. The Mechanical Bird liegt in eine ganz andere Richtung, als die genannten Pseudonyme vermuten ließen. Sehr ruhig, sehr vertrackt, sehr positiv. Also unbedingt anhören. Und alles schön selbst produziert und finanziert. Allergrößte Achtung, Stefan. Top Artwork auf lecker Digipack. Was sagt der Fachmann dazu? Mikrostern. The Mechanical Bird. Unbedingt. Ich bin Schneidi, ich spiele Schlagzeug und der Stefan hat den Thorsten und mich gefragt vor einiger Zeit, ob wir nicht vielleicht Lust haben, mit ihm zusammen und so die CD ein bisschen auf die Bühne zu bringen. Und es sind quasi zwei Bands fusioniert zu einer und das ist Mikrostern und jetzt geht das richtig los. Vorher war es eher so ein Alleinding, durch die Proben und so ergab es einfach, also wir sind jetzt eine Band, so alleine ist da nichts mehr drin, also es ist kein austauschbar, wir brauchen jeden Einzelnen. Also es ist grundsätzlich so, Stefan macht alles allein und wir müssen immer nur, nein, das ist natürlich Quatsch. Also die Lehre stand ja fest und dann war erst so, dass wir einfach das sozusagen umsetzen, zum Beispiel wenn auf der CD jetzt eine Flöte zu hören ist oder so, übernimmt das jetzt eine Gitarre zum Beispiel. Vorher war Zerstörermucke angesagt, Schepper, Schepper und so. In welche Richtung das geht? Also wir haben ja jetzt schon neuere Sachen gemacht und eigentlich so knüpfen da an, wo die CD aufhört. Also entwickelt sich er weiter. Also man sollte ja auf alle Fälle, wenn man Neues macht, sagen können, das ist besser oder mindestens genauso gut. Also nie einen Schritt zurück oder so, dann bringt es ja nichts. Und ich finde schon, dass dadurch, dass jetzt mehrere Leute sind, ist von jedem auch ein gleicher Anteil dabei. Ja. CD damals, das war viel elektronisch gemacht und viel elektronisch aufgenommen. Und das umzusetzen wäre alleine nicht möglich gewesen. So kam es erst so, dass ich dann die beiden Monoblock-Jungs gefragt habe, ob die Bock haben mitzumachen. Und Nele hat bei der Aufnahme im Chor mitgesungen. Also auf der Aufnahme ist zweimal ein Chor zu hören, da war Nele mit am Start. Und beim Live-Spielen der Martin, den habe ich ja schon damals Mucke zusammen gemacht. Deshalb ganz, ganz wichtig, dass er auch mit dabei war. Ja, und gesanglich bin ich allein nicht so, fühle ich mich einfach sicherer, wenn ich so Unterstützung habe. Und da fiel mir dann gleich Nele ein, die hat im Chor mitgesungen, war dann eine Zeit in Finnland, so war wir hier und dann
Hat mich hammer gefreut, dass sie auch dann zugestimmt hat, dass sie mitmacht. Das Bandgefühl, das ist toll. Wir sind eine Familie. Also in Dresden wollten wir spielen und am liebsten im AZ Conny, weil wir da auch schon mal waren mit der damaligen Band. Aber das Problem war, dass es so ausgebucht ist, dass die nächsten Termine erst im Ende Januar stehen und die Leute wissen Bescheid, die haben eine CD und die wollen das Konzert auch machen, nur der exakte Termin steht nicht fest. Aber wahrscheinlich sogar 90%ig im Januar, Ende Januar. Also wäre cool, also Leute, die das jetzt sehen, wenn ihr irgendwie einen Ort habt zum Spielen, wo wir spielen können, yeah!